So, wir kehren mal wieder zurück zum Thema Flüchtlinge. Und da ist Problem Nummer zwei, nämlich ein zwar nachgelagertes, aber nicht umso weniger wichtiges, nämlich die Integration. Und das nicht nur bei Flüchtlingen, sondern auch bei denen, die schon länger in unserem Land leben. Deshalb nun ein Blick auf eine Podiumsdiskussion, in der es darum geht, inwieweit auch die Medien und die Kultur ein Integrationsfaktor sein können oder sollten. Denn die kulturelle Integration ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit und nimmt eine zentrale Rolle in den öffentlich-rechtlichen Medien ein. Das sagt der WDR-Intendant Tom Buro, der unter anderem auch Teilnehmer der Diskussion war. Kultur ist zu einem Modus des Zusammenlebens geworden und schon lange nicht mehr nur eine Frage gewisser Milieus. Und unser Selbstverständnis ist natürlich auch gespeist von den Erfahrungen zweier Diktaturen in einem Jahrhundert, aus denen diese jetzige freiheitliche Verfassung erwachsen ist. Es gibt, glaube ich, kaum eine Verfassung auf der Welt, in der ein so nobler Verfassungsrahmen wie hier, der Artikel 5, Kunst und Wissenschaft sind frei, tatsächlich so hoch dekliniert worden ist wie bei uns. Und dahinter steckt das Wissen darum, dass es die Künste und die Intellektuellen sind, die eine Gesellschaft lebendig halten, die Ausdruck einer vitalen Demokratie sind, weil sie sich natürlich zu Recht als ein kritisches Korrektiv empfinden, weil sie uns einen Spiegel vorhalten. Mit allen Konsequenzen, auch dass man mal die Spannung aushalten muss zwischen Freiheit der Kunst und verletzten, zum Beispiel religiösen Gefühlen. Aber solange eine Gesellschaft das kann, schützen sie uns auch vor Lethargie und neuerlichen totalitären Anwandlungen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Artikel gerade hierhin gehört. Eine Stadt ohne kulturelle Angebote, ohne kulturelle Infrastruktur ist keine Stadt. Kulturelle Angebote gehören zur Urbanität hinzu, sonst gäbe es keine Urbanität. Erlebbar wird Integration vor Ort in den Städten und Gemeinden. Dort wird auch Kultur erlebt, natürlich zuallererst und auch im Kleinen, wie dann später natürlich auch mit vielen anderen Institutionen im Großen. Das heißt, wenn wir bei der Integration nur über die ökonomische, in den Arbeitsmarkt, über die soziale, in die Vereine, in die Netzwerke sprechen würden, dann würden wir ein unvollständiges Bild von Integration haben. Kulturelle Integration ist ein maßgeblicher Faktor, vor allem wenn man den Kulturbegriff so weit zieht wie die UNESCO. Und das geschieht vor Ort. Die Städte finanzieren über die Hälfte aller Kulturaufwendungen bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, sie sind auch gefordert, diese zu öffnen. Dazu gibt es eine Vielzahl inzwischen von guten Beispielen, wie Integration auch von Zuwanderern, von Migranten stattfinden kann in die Kulturangebote auf niederschwelligem Niveau. Kochkurse, man redet über die Familientraditionen, kommt über Traditionen zum Wandel, über Werthaltungen in den unterschiedlichen Kulturen bis hin zur Hochkultur, wo dann professionelle Philharmonieorchester mit zugewanderten Musikern aus Afrika oder dem Nahen Osten miteinander zugange sind. Ohne uns Städte, ohne die Zivilgesellschaft vor Ort würde Integration nicht gelingen. Sind die öffentlichen Medien tatsächlich Integrationsfaktor? Das wird von manchen bestritten. Absolut sind wir das. Und ich finde, das kann man in diesem Jahr und mit den Herausforderungen und mit den Zentrifugalkräften, die unsere Gesellschaft auseinanderreißen und spalten wollen, besser sehen als in jedem anderen Jahr. Man denkt ja meistens bei Medien an Informationssektor. Jeder hat seine Assoziation bei Medien, aber die meisten denken als erstes mal Journalismus, Information. Das ist ein wichtiger Teil. Da finde ich, haben wir sowieso schon mal mit der Aufklärungsarbeit und möchte ich sagen, Entschuldigung, ihr habt öffentlich-rechtlichen vorweg, eine ganz zentrale Aufgabe und nicht nur eine Aufgabe, sondern ich finde, wir kommen dem nach und wir sind unverzichtbarer Bestandteil. Aber das sind alle Medien. Das Zweite ist aber, wir haben ja in den Medien ganz breites 360-Grad-Spektrum an Angeboten und dazu gehört zum Beispiel auch das Fiktionale. Wenn ich mir nur jetzt mal vorstelle, wie der Tatort dazu beigetragen hat, Verständigung zu fördern, alte Denkmuster in Klischees in Frage zu stellen, mit Täter-Opfer-Rollen, Klischees zu spielen und so weiter, muss ich sagen, auch da ein ganz großes Angebot, was den Bauch und die Herzen der Menschen erreicht und nicht nur im Informationssektor. Für mich ist der wichtigste Satz außerhalb dieser Thesen der in der Präambel, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt eben nicht verordnet werden kann. Und für uns als private Medienunternehmen, das ist völlig unabhängig erstmal
von der gesellschaftspolitischen Aufgabe unabdingbar, dass wir in unseren Programmen die Vielfalt dieses Landes widerspiegeln. Wir machen Fernsehen für alle Menschen dieses Landes und alle sie sollen und müssen vorkommen. Und wir haben Moderatoren und Künstler mit Vornamen wie Nazan, Bülent, Anik, Rashid, Mozi, Ayman, Nikate oder Polina. Das heißt, bei uns ist das gelebte Normalität nicht nur vor der Kamera, nicht nur bei denen, die im Scheinwerferlicht sind, sondern auch dahinter. Einer der wenigen Rohstoffe, die dieses Land hat, ist Kreativität. Und Kreativität ist nur dann ein nachwachsender Rohstoff, wenn er von möglichst vielen Seiten beeinflusst und gedüngt wird. Das heißt also, wir versuchen mit allen unseren Programmen einfach schlichtweg beizutragen. Und für uns ist es A, sicherlich eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir uns stellen. Für uns ist aber auch wichtig, dass wir eben dies nicht als Elitenthema sehen. Ich meine, mit Blick auf die europäischen Nachbarländer kann man sehen, wie glücklich wir hier sein können in Deutschland, dass wir ein funktionierendes Pressewesen haben mit Qualitätsjournalismus und mit Vielfalt. Und das ist letztendlich auch das Spiegelbild und der Brennpunkt, die Mega-Ebene, wenn man so will, auch die Plattform, wo wir die eigentliche Grundversorgung leisten, nämlich vom lokalen bis zum nationalen, internationalen Geschehen. Und wenn man im Moment schaut, was passiert weltweit, kann man nur sagen, auch gerade in der Polarisierung in der Gesellschaft, in dieser ganzen Populismusdiskussion und letztendlich auch die Integrationsdiskussion, die wir haben, zu Recht, müsste man die Zeitung heute spätestens erfinden, ja, wenn sie nicht da gäbe. Denn die Social Media haben keine Redakteure und die Suchmaschinen haben keine Redakteure und wir sind eben nicht begrenzt nur auf ein paar Sekunden und abends kann man auch noch Zeitung lesen, muss nicht nur Krimis anschauen. Wir sollten es wirklich nicht unterschätzen, diese unglaubliche Wucht, die das hat, Freiheit von Kunst. Und als Vertreterin eines Bundeslandes mit zwei Diktaturen, gelebten Diktaturen, wo vorgegeben war, was gute Kunst ist und was nicht gezeigt werden darf, ist das ein unglaublich hohes Gut. Man darf darüber streiten. Auch das ist ein großes Recht, dass jeder Bürger etwas gut finden kann oder auch sagen darf, wenn er etwas ganz furchtbar findet. Das dürfen wir nicht vergessen.